Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ich mache in dieser Folge mal was ganz Neues. Ich werde ein bisschen was ausprobieren. Das heißt, ich habe ein anderes Aufnahmeprogramm. Die ersten beiden Folgen haben mir qualitativ nicht so gut gefallen. Ich probiere das jetzt aus. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich damit zufrieden geben möchte. Ich nehme nur eine Folge auf, also sehe ich zu, dass ich nur eine halbe Stunde spiele. Und dann gucken wir uns das Ergebnis zusammen an. Vielen Dank fürs Einschalten. Nach dem Intro geht's los. Bis dann. So, Freunde, wir sind am Start, Mann. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Boah, es ist immer noch derselbe Tag. Es ist immer noch der 26. Oktober und ich bin so hyped. Heute alle Besorgungen machen für morgen. Morgen in den ganzen Tag nicht aus dem Haus gehen, außer abends. Da wird dann einen kleinen Pub besucht und so. Aber wir wollen erstmal hier in den Saloon gehen und gucken, wie das mit dem neuen Aufnahmeprogramm so laufen wird. Ob ich das rauscutten kann, möchte, will. Mal gucken, wie viel Aufwand das alles so ist. Ich habe vorher mit OBS aufgezeichnet und irgendwie ist es dadurch zu so einem doppelten Rendervorgang gekommen und jetzt nehme ich mit dem Elgato-Programm auf. Was ich irgendwie nie gecheckt habe, ist, wenn man den Live-Kommentar anmacht, habe ich jetzt gecheckt, nur wenn ich jetzt drauf drücke auf diesen Knopf Kommentar, höre ich meine Stimme doppelt, ich habe ihn wieder ausgemacht und jetzt nehme ich den Spielton ganz normal auf. Ich habe es eben ausprobiert, meine Stimme müsste dabei sein. Also, ne? Toi, 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 hier, dreimal auf schwedisches Holz klopfen und Schweden, ja. So, und jetzt sind wir hier wieder zurück an unserem Bestimmungsort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, die Scheune, nicht wahr? Ah ja, genau, wir haben zwei neue Icons gekriegt, einmal das P, einmal das B, einmal für Pearson und einmal für Bill, aber ich glaube, ich möchte mich nochmal ein bisschen umgucken hier. Hier sind einfach nur die Pferde drin, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier ist noch ein Typ, oder was? Können wir den anderen Leuten hier wohl an ihre Pferdetaschen gehen? Nee, können wir nicht. Aber ich kann mich daneben setzen und mit ihm ein bisschen quatschen anscheinend. So, gehen wir mal raus. So sehen wir aus. Alles klar, wir drehen uns wieder um und dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Oh, da steht noch ein Pferd. Hier haben wir noch eine... Ja, was soll das sein? Ein Scheißhaus. Irgendwie ist das hier alles kaputt. Ich frage mich, ob wir wirklich hier bleiben oder ob wir irgendwann die Szene verlassen, weil... An sich sieht es ja hier nicht schlecht aus, ne? Guck mal. Ist das ein Steinweg? Ich weiß es gar nicht. Könnte ich das jetzt hier eigentlich wegmachen, wenn ich hier oft genug lang gehe? Bestimmt, ne? Ja, diese Engine, die gefällt mir. Okay. In diese anderen Häuser kann man anscheinend nicht rein. Oh, pff, sagte er und ging rein. Nun lass es nicht an mir aus. Alles klar, die beiden sind wohl ein Paar und unterhalten sich. Wir gehen hier einfach mal rein. Ist natürlich echt crazy, ne? Ja, hier sieht man es schon. Zwei Steine und ein Laken im Fenster. Alles klar. Ich befürchte, diese Sachen hier zu durchsuchen, wird uns nichts bringen. Deswegen werde ich mal direkt zu dem ersten Kollegen gehen, der mir hier vor die Schnauze kommt. Und das ist Bill. Moin. Nein, er ist es nicht. Die Haare, by the way. Ich weiß nicht, ob es... Dran liegt, dass das Wetter so komisch ist, aber die Haare gefallen mir irgendwie mal so, ja, nicht. Auch bei dem Pferd. I thought you liked action. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching. Hard?
You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Alles klar, Friends. Wir haben also ein Lasso am Start. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Okay. Wir müssen also die Dudes schnappen, bevor sie sich unsere Beute unter den Nagel reißen. Ich bin gespannt. Ich würde es ja echt gerne mit Maus und Tastatur zocken. Wenn ich ehrlich bin. Oh, was geht hier? Ich sehe gerade, der Ausschlag ist ein wenig hoch. Ich drehe das mal kurz ein bisschen runter, so auf die 75. So, hier sollten wir schon ein bisschen besser angesiedelt sein. Jetzt weiß ich nicht, ob es zu leise ist. Naja, komm, egal. Wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach. Es ist ja wirklich nur eine kleine Testrunde hier. Eigentlich nur schade, dass ich es in diesem Game mache, aber egal. Wird schon schief gehen. So, wir haben die Fährte gefunden. Okay. Mann, mega geil, ey. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Okay. Wie üblich, was man halt so kennt im Wilden Westen. Da waren mal so Fäden zwischen Familien an der Tagesordnung. Habe ich mir mal sagen lassen. Okay, was geht hier ab? Hold up here. Whoa. Es geht. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Oh, yeah? Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two, hold position here. Let's go. Ich muss absteigen, richtig? So, Dreieck. Begib dich zur Klippenkante. Ja, dann wollen wir mal gucken, ne? Mir ist gerade eingefallen, ich habe gar kein Intro vorgestaltet. Ich weiß gar nicht, ob das gleich funktioniert mit diesem Intro. Falls ihr es gesehen habt. Sagt mir Bescheid. Sinnlos. Okay, wir gucken mit unserem Fernglas. Drei Leute. Vier.
5. 6. Ja, okay. Hier vielleicht noch. Mehr kann ich nicht erkennen. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Ja, ist ja auch eine ganze Siedlung hier, ne? They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Ja, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Warum natzt er ihn nicht einfach weg hier vom Berg? Pang, 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 drei Schüsse und dann war es das. Don't forget to grab that rifle from your horse. Waffen, die du nicht vor dem Absteigen in dein Arsenal übernimmst, bleiben auf deinem Pferd. Ich könnte tatsächlich meine Kamera komplett mal darüber machen, über diese Tipps oder ein Stückchen weiter nach unten. Das wird dem Ganzen nichts abtun. So, what is this? Langwaffen Schulter. Okay. Wow, okay. Ja, dann nehme ich doch mal die Flinte mit, ne? Ja, ist ja gut. Meine Güte. Hier unten wahrscheinlich. Auf der Karte sehen wir den Weg. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs, right now, are supplies, equipment, and way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Okay, wir gehen hier also lang. Der Weg ist ziemlich schwach ausgeprägt auf der Karte, links unten. Aber man kann ihn sehen. Ich versuche mal einen Schritt schneller zu gehen hier. Okay. Kann man da runterschauen? Das ist ja schon ziemlich groß, was die hier haben, ne? So auch über den Fluss da vorne. Ja, und nun? Ach, hier lang. Oh, watch out. This bit steep. Steep? Oder Steam? Steep, habe ich, glaube ich, verstanden. So, weiter geht's. Hätte man noch abkürzen können hier. Aber ich glaube, das ist alles extra so gemacht, dass das alles schön flüssig ineinander übergeht. Sequenzen und Gameplay halt. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Alter. Down through these trees, quick. Was sagen die da? Ja, ist ein bisschen doof, ne? Wenn man die ganze Zeit hier so lang reiten muss und so sneaken muss die ganze Zeit. Und dass das ganze Game so geht. Als wären hundertprozentig irgendwo Schnellreisen an den Start kommen. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad auszurufen. Wähle mit R eine Waffe aus und lasse auf L1 dann los. Jawohl. Hier haben wir unser Gewehr. Oh yeah, das ist der erste. Ich halt schon mal geaimt. Lol, was geht? Der guckt mich doch direkt an. Hab ich nicht gesehen. So. What are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Okay. Alles klar. Halt L2 gedrückt, während du Dutch ansiehst. We don't have time to debate this. Führung übernehmen. Okay, I'll go first. How soon?
Kann ich ihn jetzt hier wegnatzen? Der ist auf der Karte nicht als rot angezeichnet. Okay, okay, okay. So, der zweite ist auch down. Wow. Ach so, das ist unsere Bande hier, oder was? Ich muss in Deckung gehen. Oh, ey, ich hab's drauf, Alter. Ich hab's drauf. Deine Gesundheit ist niedrig. Vermeide weiteren Schaden und warte, bis sich auffüllt oder benutze eine Arznei. Aufgabenprotokoll. Rechte Tasche, genau. Was ist denn das hier? Angebrochenes Wundtonikum. So, nehmen wir einen Schluck Whisky. Alles klar, da vorne sind sie. Das ist der erste. Wow! Okay, die haben mich erschossen, oder was? Tot. Mission neu starten, Kontrollpunkt neu starten. Ja, witzig. Okay, wir sind schon das erste Mal gestorben. Krass. Das ist natürlich echt heftig. Ja, egal. Komm, wir laden das einfach so hoch. Das ist natürlich die Experience hier, ne? Part of the game. Natürlich stirbt man auch mal. Und vor allen Dingen, wenn man einer wie ist, ich... What are we doing, Dutch? Wie ich ist... Just make the call. You want... Fuck you! So, wir gehen in Deckung. Bam! Bam! So, jetzt habe ich die Strategie hier nämlich raus, Alter. Da hinten ist auch noch einer. Da hinten. So, Freunde, mitten im Gefecht klingelt da einfach mal der Kollege, beziehungsweise ruft er an. Das klappt ja hier alles wieder super. Wow, okay. Da habe ich gerade einen richtig geil verletzt, oder was? Ich muss mal ein bisschen schneller laufen. Hier suche ich mir jetzt Deckung. Das war der erste. Das war der zweite. Ich muss nachladen. Der dritte. Er ist noch nicht tot. Er kriegt jetzt auf jeden Fall einen in die Brust. Und er auch. So, alles klar. Wir gehen weiter. Bisschen in Deckung gehen hier. Wo ist denn der nächste? Da. Okay, kommt raus. Okay, ich muss die Dudes mal irgendwie umrunden, habe ich das Gefühl. Die schießen auf mich. So, den haben wir erstmal weggenutzt. So, den. Boah, das war knapp. Aber hier müsste auch noch einer sein. Ne, da unten. Wo ist er? Da. Batz. Voll in die Brust, oder was? Durchsuch die Leichen. Alles klar. Da stecke ich mal die Waffe weg. Und mit Dreieck plündern. Okay, angebrochener was? Schlangendings? Repetiergewehrmunition. Goldener Ehering. Wow, hier geht ja einiges ab, Alter. Ich denke mal, dass man das dann noch verkaufen kann oder so. Angebrochener Kautabak. Hier vorne lag auch noch einer. Was? Wer kommt? Wer's? Was geht? Noch mehr? Wow, shit, heftige Schießerei. Moment mal gerade. Ich gehe jetzt da oben auf den Wasserturm. Von da aus habe ich einen... Was bitte? Ausdauer. Du hast 25%. Stufe 3. Halte Blabla gedrückt, um die Details anzusehen. Wo sind sie? Hol die Waffe raus. Nicht doch. Nicht doch die Waffe. Diese. Komm schon, ein bisschen sensibler hier. So. Wo sind die anderen? Kann ich von hier natürlich... Drücke beim Zielen R3, um das Dead Eye zu aktivieren. Was ist denn bitte das Dead Eye? Okay, kennt man nicht. Oh.
Scheiße. Aus den Bäumen kommen. Tasche. Schlangenöl. Stellt dein Dead-Eye komplett wieder her. Stellt deine Gesundheit, deine Ausdauer und dein Dead-Eye komplett wieder her. Haben wir hier nicht nur irgendwas für die... Kidney-Beans, okay. Einfach mal ein paar Bohnen gegessen, oder was? Gut, die verstecken sich in den Bäumen. Dann müssen wir also zusehen, dass wir hier bei der Schießerei ein bisschen mitmachen. Duck dich mal. Oh, da schießen sie schon auf uns. Da ist einer. Von hier habe ich ihn echt beschissen, ne? Komm, der erste ist down. Zweite auch. Oh, der ist weit weg. Komm schon, schade. Den habe ich anscheinend noch erwischt. Hier geht... Oh, da ist noch einer. Vorne. Ist das einer von uns? Ja, ist einer von uns. Und das war der letzte da hinten. Flatsch. Mega in den Bauch. Ich weiß nicht, was das mit diesem Dead Eye aus sich hat. Da unten kommen wir noch mehr, alte Schwede. Das ist eine richtige Welle hier. Der hatte irgendwie eine Western oder was. Auch Verbrauchsgegenstände findest du im Objektrad. Benutze ein Tunikum, um dein Dead Eye wieder aufzufüllen. Okay. Schön, dass auf der Karte alle sämtlichen Leichen verzeichnet sind. Dann weiß man nämlich ganz genau, wo man hingehen muss. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Ich weiß nicht, wie viel man von diesem ganzen Zeug hier mitnehmen kann. Ich denke mal, nur so viele Sachen wie halt Plätze sind da in diesem Radslot. Wir plündern hier erstmal. Eine volle Arznei, eine goldene. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was zu tun hat. Angebrochener Gin. Ach, guck mal, und die geplünderten... Die geplünderten Leichen werden dann quasi grau, oder was? Ja, scheint so. Dollars haben wir jetzt fast schon 3 Stück. Alter, hier liegt natürlich wirklich jede Menge totes Fleisch. So, da ist der Kollege. Und weiter geht's. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad aufzurufen. Nein, das brauche ich doch gar nicht. Schön am Plündern hier erstmal. Ich denke, der Grind wird in diesem Spiel auch extrem heftig sein. Hier werde ich mit Sicherheit noch aus verschiedensten Materialien noch Sachen zusammencraften können. Ich weiß nicht, wie es ist mit diesem ganzen Tiersystem, wie man da die Felle verwerten kann, ob man da die Felle verwerten kann oder Knochen, Fleisch, Fleisch verkaufen, ich weiß es nicht. Also wer von euch Far Cry 4 war es, glaube ich, gespielt hat, da war es ja so ähnlich. Da konnte man auch mit diesen Tieren so viel machen. Und ja... Ich könnte mir schon vorstellen, dass es hier auch so ist. Aber wir werden es ja sehen. Ne, wir haben hier jetzt noch gleich eine kleine Leiche und dann reiten wir mal zurück. Arthur, get over here. Arthur? Nee, noch nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ziemlich kleiner Verschlag hier. Ja, wir warten alle auf mich natürlich. Hier liegen aber noch 3 Leichen. Was machen wir mit den ganzen Pferden von den Leuten? Die Pferde müssten wir ja eigentlich... Ja, guck mal hier, Silberring mit Emblem. Die Pferde müssten wir ja eigentlich mitnehmen. Kautabak, boah. So eklig so ein Zeug. Oh, hier liegen jetzt echt noch viele, ne? Aber egal, komm. Wo liegt er? Hier vorne? No. Ich steige hier erstmal direkt auf das Geländer drauf. Auch witzig. Ich merke aber auch schon wieder so richtig, wie es... Ja, es ist halt ein Konsolenspiel, ne? Und man merkt das auch, finde ich. Also man merkt das echt extrem. Gerade was Zielen angeht, dieses ganze Aiming und so. Also da freue ich mich schon wirklich auf... Auf Battlefield 5. Das gibt... Ne? Also... Ohne Scheiß. Wo ist denn mein Pferd eigentlich? Ach, hier haben wir ja auch noch 2. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Nehmen wir den Laden auseinander. Was hat er vor? Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building.
Oh, guck mal, hier liegt noch was. Repetiergewehrmunition. Du kannst von diesem Gegenstand keine weiteren tragen. Durchsuche das Gebäude. Okay. What's going on here? Ziemlich viele Flaschen, ziemlich viele Konserven. Dosengemüse, Cracker. Eine Zigarre. Du kannst keine weiteren Gegenstände von diesem nehmen. Das war der Kautabak. Hier liegt eine Truhe. Was nehmen wir denn? Zigaretten oder was? Dosenananas. Oh, ein Münzbeutel. $14, alter Schwede. Hier, Dynamite oder was? Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Smells good. Den Akzent, den habe ich ja auch nicht gehört. We get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. Okay. Was ist das? Der Plan einer Brücke. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Alright, okay. Wir mounten wieder auf. Alright, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Da haben wir echt nice kalt gemacht, oder was? Wir sind einmal gestorben. Krasse Experience, by the way. Jetzt kann man auf jeden Fall erstmal gucken, wie es überhaupt so sich verhält hier im Ganzen. Ne? Wie krass muss man sich verstecken? Wie heftig muss man sich in Deckung wägen? Und hast du nicht gesehen, ne? Das war ja mehr oder weniger das, nicht das erste Mal, aber das zweite Mal, dass wir einen richtigen Kontakt hatten. Gunfight-mäßig, ne? Eigentlich kann man sich dran gewöhnen. Especially when we rob this train too. Rob this train too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, werden wir diesen Zug ausrauben oder was? Ja, warum nicht, wenn die anderen schon einen Plan gemacht haben, ne? But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Okay. Wir lassen uns also hier nichts mehr gefallen von den... Wie heißen die? O'Doyles? Alright, dig in, fellas. Let's make some ground. Alles klar, können ein bisschen Gas geben. Der Schnee wird ein bisschen niedriger, nicht mehr so anstrengend für die Pferde. Kannst mal ein bisschen weiter links reiten, du Penner, Alter. Hier ist der Weg. Ich denke mal, hier wird es ein bisschen besser sein noch. Kann man sich auf jeden Fall dran orientieren, unten an der Map. You see that fella? Wasn't he at the camp with Colm? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay. Okay. O'Driscoll, okay. Fange ihn mit dem Lasso. Halte eins gedrückt. So. Halte L2 gedrückt, um das Lasso bereit zu machen und auf den O'Driscoll zu zielen. Okay, ich reite mal hier weiter auf dem Weg lang. Er rennt über die Gräser und durch den Fluss. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er dadurch ein bisschen Zeit verliert. Wir müssen definitiv näher an ihn ran, aber wir haben schon aufgeholt. Na, komm schon. Das ist natürlich eine Verfolgungsjagd hier. Aber wir sehen hier schon. L2 gedrückt halten. Was bitte? Was war denn jetzt los? R2 oder was? Halte L2 gedrückt und steig vom Pferd. Drücke neben dem O'Driscoll Kreis, um ihn zu fesseln. Okay. Das war ein bisschen unschmoof.
Moment. Wir plündern ihn erstmal. Oh Gott, no. Doch. Deine Sachen gehören mir. Ja, wir können uns hier natürlich entscheiden, ob wir ein guter Mensch werden oder ein schlechter. Du kannst gefesselte Personen auf den Rücken deines Pferdes legen, okay. Pferdeinventar, verstauen. Flup. You got me mixed up with someone else. Bitte? Wir streicheln mal das Pferd. There, boy. Oh. Untersuchen. Was war das? Ich kann ihn jetzt einmal untersuchen. Info anzeigen. R1. Geschwindigkeit. Aha, Mahagoni Brauner. Guck. So, und auf geht's. Der kürzeste Weg zum gewünschten Ziel wird auf der Karte mit einer gelben Linie angezeigt. Kehre ins Lager zurück. Alles klar. Oh, shit. Okay, das war gerade ein bisschen crappy, ein bisschen cancer, wie das hier ausgesehen hat, mit diesem Pferd vom Weg abzukommen. Aber was willst du machen? Wer meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich sowieso nie und grundsätzlich den richtigen Weg nehme. Ich suche mir immer meine eigenen Wege. Also im Real Life klappt das auch ganz gut. Shut your mouth, you little. Mega krass, diese Wild-West-Akzent-Geschichte hier, ey. Amerika ja sowieso übelst krass unterwegs mit Slang und Akzent. Name your price, hat er gerade zu mir gesagt. Name your price. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's two bones right there. Lol. Okay, die Dialoge haben es auf jeden Fall. Ja, geht, ne? Kann man machen. Deswegen höre ich auch gerne manchmal ein bisschen einfach zu, um auch viel davon mitzukriegen. Ich muss auch nicht die ganze Zeit sabbeln. Verbundenheit gesteigert. Du hast mit diesem Pferd das Aufbäumen freigeschaltet. Halte beim Stehen R1 gedrückt und tippe auf Kasten, um diese Bewegung auszuführen. Wollen wir machen? Nee, da fällt auch der Typ hinten runter. Haben sie mit Sicherheit extra gemacht. Aber vielleicht ist es auch ein Erfolg, ne? Man weiß es bei diesen Games auch nicht so. Oder gibt es sowas hier irgendwie Erfolge? Klar, ganz normal, diese PlayStation-Erfolge, diese Trophäen und so, ne? Ja, die wird es bestimmt, denke ich mal, geben. Ich musste gerade erstmal umdenken von Konsole auf PC, beziehungsweise umgekehrt. Wo ist denn hier der Weg? Guck mal hier, hüpf. Da sind wir doch. Bisschen durch die Hüchten, aber was soll's. Ich würde sagen, wir binden den Kollegen hier erstmal an, oder was? Ey, hier ist ja auch voll gelber und brauner Schnee am Start, wo die Pferde sind. Das ist crazy. Kieran entfernen. Halte Kasten gedrückt, um den O'Driscoll vom Pferd zu nehmen, während du neben ihm stehst. Alles klar. Ja, wiegt anscheinend nichts, ne? Dann wollen wir mal reingehen. You found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it!
an O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Okay. Tja, krasse Nummer, ey. Shit. So, jetzt sind wir wieder hier. Das war unsere Mission, oder was? Achtung, auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich der Spielstand bla bla bla. Tritt auf, erfolgt von Erinnerungen. Willst du die Spieldaten auf diesem Speicher mit deinem eigenen hören? Natürlich möchte ich das. Ach, ich muss das sogar noch gedrückt halten, okay. Mission abgeschlossen. Habe ich da gerade irgendwie Bronze gekriegt? Okay. Dann würde ich sagen, war es das erste Mal hier von dieser Folge. Und auch erstmal mit diesem kleinen Experiment mit dem Elgato Game Capture HD 60 Pro Software Gedöns. Stanne,